Wieso ist das? Ah, jetzt. Jetzt ist alles da. Gut. Wir können loslegen. Können wir loslegen? Ja, Alles von mir aus ja. klar. Okay, es ist Donnerstag, der 25. Juni 2020. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Heute geht es um Corona und um die Auswirkungen auf den Hebammenberuf und auch um die Auswirkungen der Maskenpflicht bei der Entbindung. Und ich begrüße ganz herzlich die auch aus für Fernsehen bekannte Hebamme Anja Lehnertz aus Baden-Württemberg. Herzlich Hallo. willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst für unser Interview. Danke, dass ich gefragt werde. Ja, der Coronavirus hat ja zum Teil zu recht heftigen Maßnahmen geführt. Und ja, vielleicht erst einmal, wie hat sich im Allgemeinen der Coronavirus ausgewirkt und haben sich die Maßnahmen ausgewirkt auf den Hebammenberuf? Ja, also die Pandemie hat sich insoweit ausgewirkt, dass nochmal ganz klar gezeigt hat, dass wir als doch sehr systemrelevanter Beruf nicht systemrelevant sind. Also, dass man dankt uns immer für unsere tolle Arbeit und die Politiker schreiben, fangen auch immer an, wie wichtig Hebammen sind und und. Aber in der Pandemie selber hat man gesehen und gemerkt, wie sehr man uns mal wieder vergessen hat in dieser ganzen Sache. Das heißt, wir hatten lange Zeit keine Schutzkleidung. Wir mussten sehr um Schutzkleidung denn dann kämpfen. Wir haben uns mit eigenen Mitteln beholfen. Es wurden Dinge erst im Nachhinein jetzt dann irgendwie organisiert und es sind viele Dinge eingebrochen. Also die Kurse mussten wir sofort alle absagen und über so einen Kurs finanziert sich eben auch so die ein oder andere Hebamme, sodass einfach Existenzängste dazu kamen. Wir haben Kolleginnen, die sind einfach Risikokolleginnen, das heißt, die mussten auch ihre Hausbesuche alle einstellen, aufgrund einer eigenen Risikoerkrankung. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Frauen, die sehr verunsichert waren und die eigentlich uns Hebammen an ihrer Seite gebraucht hätten und vor allen Dingen Familien. Und ich kann mir auch vorstellen, mit den Kursen, mit den Abstandsregelungen, dass in pro Kurs dann weniger Teilnehmerinnen möglich sind. Oder vielleicht zeitweilig nur online. Genau, also wir haben jetzt am Anfang, naja, am Anfang hat man erstmal alles abgebrochen, dann war man sehr verunsichert, wie geht's weiter. Dann haben ziemlich schnell viele Kolleginnen mit viel Investition auch umgestellt auf Online-Kurse, die natürlich nicht so das Feedback von den Frauen haben. Also unsere Kurse sind häufig sehr mit Körperarbeit, mit Atmung betont. Das fällt jetzt online alles so ein bisschen weg und ist nicht befriedigend für beide Seiten. Wir haben fast täglich neue, naja, neue Hygienevorschriften. Also auch da war ein totales Chaos. In dem einen Bundesland ist es so, dem anderen Bundesland ist so. Keiner weiß wirklich, was genau. Wo frage ich nach? Die Gesundheitsämter, die ja eigentlich von uns freiberuflichen Hebammen unser Chef, unsere oberste Dienstbehörde ist, hat uns an den Berufsverband verwiesen. Der Berufsverband uns wieder ans Gesundheitsamt, sodass wir sehr im luftleeren Raum uns bewegt haben. Jetzt haben wir überlegt, ob wir wieder Kurse anfangen mit 1,5 Meter Abstand oder Maskenpflicht, wie auch immer. Das ist natürlich nicht möglich, also nicht wirtschaftlich möglich, weil man kann dann, wenn überhaupt, die Hälfte der Frauen annehmen. Ein Riesenhygienekonzept, ein Riesenaufwand, sodass viele Kolleginnen jetzt weiterhin entschieden haben, es gibt eine Sondervereinbarung mit den Krankenkassen, dass sie weiter bis zum 30.09. bis dahin gilt diese Sondervereinbarung jetzt nochmal weiter Online-Kurse machen und die Präsenzkurse weiter denn dann auch gestrichen haben. Das ist bei mir selber auch der Fall. Ich bin einfach der Meinung, die Frauen brauchen da draußen auch mal eine Richtung, also eine Linie, wie geht es weiter und nicht auch vielleicht nächste Woche eventuell. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe bis zum 30.09. im Moment bei meinen Online-Kursen. Ich möchte auch nicht die Hebamme sein, bei der sich die erste Frau dann im Kurs infiziert, wo es dann heißt, ah, die Hebammen und nicht genug Hygiene und, und. Also dieses Risiko möchte ich einfach gar nicht eingehen und deswegen sind auch bei mir im Moment alle Kurse online. Ja, Körperarbeit und Atemtechnik. Atemtechnik ist ja ganz entscheidend, um die Wehen zu lindern, insbesondere vor der Entbindung. Kannst du grob beschreiben, es geht jetzt natürlich jetzt nicht um Geschäftsgeheimnisse, aber so grob, wie deine Atemtechnik funktioniert?
Also die Atmung ist natürlich ein Grundbestandteil der Geburt, denn der Körper ist im Hochleistungsmodus und jeder Sportler weiß, eine gute Atmung gehört zu einer guten Leistung dazu. Und eine gute Atmung gehört auch zu einer guten Geburt dazu. Das heißt, ein freier Atemraum und die Möglichkeit, die Atemräume des Körpers nutzen zu können, dienen der Schmerzlinderung, der Integration der Wehen, sodass die Frau die Geburt sehr gut schaffen kann. Es kam ja dann sehr schnell die Maskenpflicht in den Kreissälen auf, die ich sehr kritisch sehe, weil die Begründung der Maskenpflicht in den Kreissälen mir immer wieder genannt wird. Die Begründung lautet dann immer, wir müssen das Personal schützen. Da muss ich einfach sagen, ich kann diese Verantwortung, das Personal zu schützen, nicht einfach einer Frau aufbürden. Also ich sehe da eine Verantwortungsverschiebung. Die Verantwortung für unseren Schutz müssen wir selber tragen und muss die Gesellschaft, die Regierung mit genügend Schutzkleidung tragen. Und es kann nicht sein, dass wir deshalb der Frau eine Maske unter der Geburt aufsetzen, die natürlich enorm störend ist, die einfach einengend ist, die die Frau mundtot macht, die mir als Hebamme auch die Mimik nimmt. Also ich weiß ja gar nicht, ich arbeite ja viel mit Mimik, ohne viel zu reden, weil irgendwann hat die Frau keine Lust mehr zu reden. Das geht mir ja alles verloren und ja, deswegen bin ich auf definitiv gegen Maskenpflicht unter der Geburt. Jetzt war ich davon ausgegangen, dass auf solche Ideen wird ja kein Krankenhaus kommen, vermutlich. Dann habe ich mir die aktuellen Corona-Verordnungen angesehen letzte Woche und war ganz überrascht, dass in Baden-Württemberg bei der Corona-Verordnung für vulnerable Einrichtungen, wo ja auch Krankenhäuser dazugehören, eine Maskenpflicht nur für die Besucher steht. Jetzt frage ich mich, wie kommen die Krankenhäuser darauf, das trotzdem zu tun? Irgendwo müssen sie es ja herhaben. Naja, die Gefahr der Corona-Pandemie ist, dass sich das Personal ansteckt und ich dann eine Personallücke habe. Also wir haben ja da draußen in den Kliniken einen Personalmangel an Hebammen, jetzt schon ohne Corona gehabt. Und lassen wir davon mal 4, 5 im Team erkranken. Vielleicht haben sie beim Aldi angesteckt, vielleicht bei der Arbeit. Wir würden es ja nicht wissen. Jedenfalls würde dieses ganze Team ja krank gelegt werden, quasi, also außer Gefecht gesetzt werden. Und damit würden die Geburtenzahlen fehlen. Man müsste für 2 Wochen zumachen und, und. Deswegen ist man davon ausgegangen, dass in diesem sensiblen Bereich der Geburtshilfe man auf jeden Fall scheinbar Masken braucht auf beiden Seiten, um das zu verhindern. Und man ist auch noch auf die wahnwitzige Idee gekommen, den Vätern den Zutritt zur Geburt zu versagen und sie erst ab einem gewissen Geburtsfortschritt zu ihren Frauen zu lassen, obwohl sie ja ihre Frau zum Krankenhaus gefahren haben und gestern Nacht noch mit ihr in einem Bett gelegen haben. Also es ist so, es sind da plötzlich ganz urwitzige Ideen, die mit einem verheerenden Ausmaß, das kann man ja heute noch gar nicht sagen. Also was macht es mit den Frauen? Was macht es mit den Kindern? Was macht es mit den Partnern, dass sie so ausgeschlossen werden? Die dürfen ja auch im Moment die Männer nicht in vielen Frauenarztpraxen noch nicht einmal mit zur Schwangerschaftsvorsorge. Das heißt, sie können ja diese Schwangerschaft überhaupt nicht begleiten. Dann die Geburt nicht vollständig und dann auf Wochenstation dürfen sie auch noch nicht komplett anwesend sein, je nach Krankenhaus. Und für die Frauen war es eine Riesenunsicherheit, denn sie mussten fast täglich in den Kliniken anrufen, wie ist es denn jetzt gerade, wie ist Stand der Dinge, muss Maske angezogen werden, kann der Papa dabei sein, darf er nur eine Stunde kommen, darf er gar nicht kommen, was mache ich? Und in diese Zeit, in diese hoch verunsicherte Zeit, ein in Ruhe gesundes Kind zu gebären, ist eine ultraschwere Aufgabe, dies da runterzubringen und zu sagen, alle da draußen spielen gerade verrückt, aber ich gebäre jetzt mein Kind in Ruhe, ist eigentlich nicht möglich. Das Kind wird ja von der Mutter über die Nabelschnur versorgt und dann bekommt das Kind ja auch die Hormone der Mutter mit. Mhm. Und wenn die Mutter total viel Stress hat, mit etwas Verzögerung, muss der Stress ja auch bei dem Kind dann ankommen. Ganz genau. Also Mama und Kind sind eine Einheit. Da kann man nichts trennen und kann sagen, nur die Mama hat jetzt gerade Stress. Nein, das geht 1:1 zu den Kindern über. Und wie gesagt,
Ich denke, diese Langzeitfolgen, die sind noch gar nicht absehbar. Natürlich kann man sagen, die Bindung zum Vater kann man nachbauen quasi. Dieses Bonding, dieses Band knüpfen kann man nochmal nachvollziehen zu Hause. Aber ich glaube trotzdem, dass wir einfach da Langzeitfolgen haben, die wir jetzt noch gar nicht überblicken können. Ich stelle mir vor, das Personal könnte man da vielleicht auch schützen. Es gibt auch diese Plastikvisiere, die man verwenden kann. Vielleicht schützen die ja besser, dann könnte man das der werdenden Mutter vielleicht ersparen. Über diese Schutzmaßnahmen haben wir alle, also es ist natürlich auch wirklich so Pandemie, was ganz Neues, jeden Tag eine andere Studie, ein anderer Hinweis, ein anderer Versuch, sie einzudämmen. Wir waren alle sehr, sehr unsicher oder wir sind immer noch alle sehr unsicher, was greift, was greift nicht. Maske hieß am Anfang, auch vom Bundesgesundheitsminister aus, brauchen wir alles nicht, ist Quatsch. Plötzlich haben wir überall die Maskenpflicht, also auch da ist ja der Gegensatz gewesen und plötzlich tragen wir sie alle, ohne nochmal drüber nachzudenken und zu fragen. Also es ist eine Überforderung gewesen für alle, glaube ich. Und ob jetzt das Visier besser hilft, ob wir überhaupt was brauchen, weil eigentlich können wir auch 1,5 Meter Abstand einhalten und brauchen nur im nahen Bereich zur Frau eine Maske zu tragen. Auch da wissen wir, das sind Einmalmaterialien in der Klinik, die tragen wir vielleicht 7 Stunden, aber nach 20 Minuten ist dieser Einmalartikel eigentlich hinfällig. Das heißt, wir müssten alle 20 Minuten den Mundschutz wechseln, aber das geht gar nicht, weil so viel Schutzkleidung ist gar nicht da. Also das greift so viel ja ineinander, was eigentlich nicht passt, was man hätte besser machen müssen, aber was gar nicht ging, weil einfach Dinge gefehlt haben. Und es ist einfach, denke ich, einfach für alle neue große Verunsicherung und man hat erstmal alles gemacht. Ob es gut war, werden wir dann eben erst später erfahren, leider. Ich habe in einer Klage gegen diese Masken gelesen, dass ja, die eine gewisse Durchlässigkeit haben und dass man sich damit wirksam vor Bakterien schützen kann, aber Viren viel kleiner sind. Da stellt sich ja dann auch die Frage der Sinnhaftigkeit, wenn nicht die Gefahr durch Bakterien droht, wenn da nicht jemand ganz schwaches Immunsystem hat. Das stimmt, die Maske ist kein Schutz vor Viren und begründet wird es ja immer so, dass man nicht die Viren schützt, sondern die Viren befinden sich in Flüssigkeit, in unserer Atemluft, in den Aerosolen und die Maske hält natürlich schon erstmal diese Flüssigkeit zurück. Wenn ich aber natürlich sehe, wie die Masken benutzt werden, jetzt im Moment im Alltag, man hat dann eine Stoffmaske sich nähen lassen, die dann im Auto hängt und man geht zum Aldi einkaufen und müsste sie danach eigentlich in eine extra Tüte legen, waschen und eine neue anziehen. Aber nein, man geht dann zum DM einkaufen und man hängt sie anschließend an den Spiegel oder an den Schaltknüppel und trägt sie übermorgen wieder. Das passt ja alles nicht so. Und im Kreißsaal, wie gesagt, das sind Einmalartikel, die wir haben. Es war am Anfang, waren die Kolleginnen so verzweifelt. Ich habe auch stoffgenähte Mundschütze verteilen müssen, weil einfach keine Einmalmaterialien zu bekommen waren. Wir haben irgendwann Einmalmaterialien zu einem horrend hohen Preis bekommen, der uns aber so nicht vergütet wird. Also wir werden in unseren Schutzkleidungsmaßnahmen pro Frau letztlich, kriegen wir zwar jetzt einen kleinen Anteil von den Krankenkassen, weil die haben das schon auch erkannt, aber es deckt die Kosten einfach nicht, denn auch Desinfektionsmittel kostet ja gerade das gefühlte Zehnfache. Wo ist denn sonst im Krankenhaus Maskenpflicht? Bei OPs oder bei jeder Behandlung, bei der Geburt, fürs Personal? Also üblicherweise, wenn wir jetzt mal ohne Corona-Pandemie sprechen, haben wir nur Maskenpflicht denn dann im OP bei einem Kaiserschnitt oder bei hochinfektiösen Krankheiten oder bei Hepatitis B oder da haben wir auch eine Maskenpflicht. Ansonsten haben wir keine Maskenpflicht. Diese Maskenpflicht jetzt ist unter der Geburt, die ist natürlich im OP und die ist im Moment auch auf Wochenstation. Wenn also Personal, wenn die Frau sich selber mit ihrem Partner im Zimmer aufhält, nicht. Aber wenn Personal dazukommt, dann besteht auch eine Maskenpflicht. Oder wenn die Frau vor der Geburt aufgenommen wird auf Station und eben über die Flure geht zum Kreißsaal, zum CTG, zur Einleitung, da besteht auch Maskenpflicht. Also es kommt immer darauf an, wo man anderen Menschen begegnet und den Abstand dann vielleicht nicht einhalten kann. Das ist genau.
gibt ja auch das Konzept einer sanften Geburt. Was ist das eigentlich und wie wirkt sich da die Maskenpflicht drauf aus, wie sie jetzt im Moment besteht? Also eine sanfte Geburt gibt es für mich als Hebamme nicht. Also es ist ein Begriff, ich weiß nicht, wer ihn. Also die Geburt ist immer kraftvoll, sie ist immer dynamisch, sie ist Arbeit und sie ist aber auch in die Instinkte kommen. Und die Maske ist für mich mundtot machen. Also wir nehmen der Frau damit. Sie muss eigentlich den Mundraum aufmachen, um zu gebären, weil der Beckenboden mit dem Mundraum zusammenhängt. Also sie muss eigentlich auf einem A, ein O oder ein H ausatmen, um gut gebären zu können, weil der Beckenboden dann offen ist. Wie gesagt, uns fehlt die Mimik. Das macht ja total viel aus, wenn ich nur die Augen sehe. Und über die Augen, klar, kann ich mich verständigen zur Not, aber ich brauche eigentlich noch viel, viel mehr als Hebamme. Ich brauche die Schweißperlen um den Mund rum, weil ich weiß, da ist jetzt so viel Arbeit. Also ich brauche so viel mehr Indizien noch, wie weit ist die Frau nun unter der Geburt, wie geht es ihr nun wirklich? Das wird mir ja mit Maske genommen und das macht schon ganz viel aus, dass diese Geburten gerade, also ich weiß nicht, man müsste halt eine Studie mal im Nachhinein machen, also eine retrospektive Studie, wie das alles so war. Was ich in meiner Arbeit jetzt einfach beobachte, ist, dass die Frauen gefühlt alle über ihren errechneten Geburtstermin gehen. Die haben gefühlt, möchten sie ihr Kind nicht loslassen in diese Unsicherheit. Also darf jetzt heute mein Mann dabei sein oder nicht oder doch, sodass sie einfach, wie gesagt, nur gefühlt und auch wirklich nicht wissenschaftlich gehen sie halt gerade über die Zeit. Also es macht schon alles mit den Frauen was und Geburt ist so sensibel und so anfällig und da ist die Maske einfach ein absoluter Störfaktor, vor allen Dingen, wenn die Frau Angst haben muss, dass wenn sie vom Mund reißt und dass diese Angst besteht natürlich, das heißt, sie befindet sich ja in Abhängigkeit von mir als Hebamme, als Fachpersonal und sie hat natürlich die Ängste, wenn ich jetzt eine Maskenpflicht habe, ich aber diese Maske vom Mund reiße, weil ich darunter einfach nicht atmen kann, ich kriege keine Luft, ich fühle mich beengt, ich möchte alles weghaben von mir, dann hat sie natürlich die Sorge, dass das sich auf die Betreuung auswirkt. Was macht dann die Hebamme? Ist die dann sauer mit mir? Ist die stinkig mit mir? Gibt die mir die neue Maske? Zwingt die mich, die Maske doch anzuziehen? Kommt der Arzt rein, scheißt mich an? Also die Frauen haben ja auch, für sie ist unberechenbar, was passiert zwischenmenschlich, wenn ich mich gegen einen gefühlt eine Anordnung, also wenn ich mich da widersetze. Und das macht natürlich auch was, weil dann ist der Adrenalinspiegel hoch. Adrenalin ist unser Gegenspieler von guten Wehen, weil wir brauchen das Oxytocin, unser Bindungshormon, unser ganz weich werden und ganz offen sein. Und das fällt dann alles, nicht hinten runter, aber ich denke, das wird alles in Ungleichgewicht kommen oder ist gerade. Oxytocin ist auch das Kuschelhormon. Genau. Das ist ja auch insoweit hormonell kontraproduktiv, wenn der Vater nicht wenigstens in Sichtweite ist. Das ist ein No-Go für mich. Ich habe dann auch direkt zu aufgerufen, dass die Väter sich wehren. Dieser Beitrag ging auch durch die Decke auf Facebook. Sat.1 kam dann auch dazu, weil das für mich nicht nachvollziehbar ist. Ein Vater ist nicht bei 3 Zentimeter hochinfektiös und bei 8 Zentimetern, wenn er zur Geburt darf, ist er nicht mehr infektiös. Und warum muss er eine Stunde nach der Geburt gehen und nicht 5 Stunden nach der Geburt? Also es ist ja so, was für mich einfach rein menschlich nicht nachvollziehbare Maßnahmen waren. Dagegen habe ich mich halt in meiner, also ich meine, ich habe ja nur ein kleines Spektrum, aber ich habe mich versucht zu wehren, wo es geht und auch die Männer zu mobilisieren, zu sagen, ey, jetzt ist aber mal gut. Nein, weil Vater werden ist nicht nur eine Begleitperson, die mal hier was zu trinken reicht und ein bisschen die Stirn tupft. Nein, das ist ja Vater werden. Er wird ja auch in eine neue Rolle geboren. Und das hat man vielen Vätern einfach genommen. Und die Väter haben, so karikaturmäßig, so stelle ich mir es vor, in ihrem Auto, wie im Autokino, gewartet, bis der Anruf aus dem Kreißsaal kam oder jetzt auch noch kommt. Ihre Frau ist soweit, sie können zur Geburt kommen. Aber was die Stunden davor in diesem Auto ist und was mit seiner Frau ist, der macht sich ja verrückte Gedanken. Also das ist ja Horror. Also man kann doch da keine Einheit, weil auch der Papa wird Papa trennen. Ich weiß nicht, auf welche verrückten Ideen wir gekommen sind und warum die Väter plötzlich so diese keimbesiedelten Monster waren oder sind. Also wie gesagt, noch ist ja immer noch in vielen Kliniken so, dass die Väter nicht die ganze Zeit dabei sein dürfen.
Ich habe mir stichprobenartig bei verschiedenen Kliniken durchgelesen, was die schreiben. Und manche sagen mit Maskenpflicht, manche sagen ohne. Es scheint mir mehr Kliniken mit Maskenpflicht zu geben. Manche sagen auch, ja, das muss man dann halt mit dem Team vor Ort ausmachen. Ja, es ist natürlich, dann ist man natürlich ausgeliefert. Man braucht Sicherheit, denke ich, vorher. Genau, also eine Frau braucht, um gut zu gebären, einfach ihren Geburtsort, den sie sich gestalten kann und der für sie Sicherheit ausstrahlt. Sie braucht quasi ihre dunkle Höhle, wo sie weiß, da kann ich mich zurückziehen und da kann ich jetzt gut gebären, ohne ein Fragezeichen, ohne ein Was wäre, wenn, vielleicht, oh Gott, eventuell. Das braucht eine Gebärende nicht. Die braucht Sicherheit und diesen Rahmen bin ich als Hebamme und als Geburtshelfer in der Pflicht, ihr zu bieten. Und gerade bieten wir es den Frauen nicht. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, klar, sie können uns jeden Tag anrufen und wir können dann die neuesten Hygienevorschriften mit ihnen besprechen. Also das ist, ja, ich finde es gerade sehr, sehr anstrengend für die Gebärenden, diese Sicherheit, die sie brauchen, für sich zu behalten und zu erlangen. Ich habe gelesen im Psychologiebuch, das erste Lebensjahr nennt man ja die orale Phase bei einem Kind. Da lernt es Nahrung aufzunehmen, es lernt auch sich von anderen zu unterscheiden, also sich zu differenzieren. Das Kind ist das Kind, die Mutter ist die Mutter. Da stelle ich mir vor, dass so die ersten Momente der Geburt dafür wichtig sein könnten. Und wenn jetzt die Mutter diese Maske auf hat und das Kind nur das halbe Gesicht sieht, ich frage mich, ob das da eine stärkere Beeinträchtigung sein könnte. Also ich hoffe, dass keiner so verrückt ist nach der Geburt, wenn das Kind geboren ist, der Mama die Maske anzuziehen. Wobei auch da muss man ganz klar sagen, es gibt Kliniken, jetzt nicht hier in Deutschland, das war in anderen Ländern, die die Kinder sofort nach der Geburt von der Mutter getrennt haben, wenn die Mutter Corona positiv war, also Covid-19 positiv. Das ist ein Drama, das hat Folgen ohne Ende für Mutter, für die Milchbildung, für das Bonding, fürs Kind. Also da richten wir richtig Schaden an. Natürlich auch da wieder, uns fehlen Studien. Müssen wir trennen, müssen wir nicht trennen? Wie gefährlich ist es? Im Moment gehören noch schwangere und frisch geborene Kinder gerade nicht zu den Risikogruppen, aber dann kommt mal hier, ah, wir haben zwei Neugeborene mit Covid-19 gefunden, dann werden natürlich wieder alle hysterisch und panisch und oh Gott, nein, wir müssen doch trennen. Dieses Kind braucht die Mimik der Mama und den Augenkontakt und es versucht ja auch ganz schnell die Mama nachzumachen. Natürlich in den ersten Tagen ist der Stillabstand da wichtig und beim Stillen sollte die Mama auf keinen Fall eine Maske anziehen. Es sei denn, sie hat jetzt einen Herpes am Mund oder ist selber irgendwie sonstig erkrankt, aber eine Covid-19-positive Mama sollte auch trotzdem ohne Mundschutz stillen. Also ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass wir da viel angerichtet haben, ohne die Langzeitfolgen zu bedenken. Es stellt sich natürlich auch die Frage, eine Geburt kann ja sehr unterschiedlich lange dauern. Und je nachdem, wie lange die Frau die Maske tragen muss, kann natürlich der Sauerstoff unterschiedlich knapp werden, stelle ich mir jetzt mal laienhaft vor. Und da gibt es ja vielleicht das Risiko einer Hypoxie, also Sauerstoffmangel für die Mutter und dann natürlich dann indirekt auch für das Kind. Ich frage mich, wie groß ist dieses Risiko? Dieses Risiko soll laut meinen in der Klinik arbeitenden Kolleginnen gen Null gehen. Also sie beobachten das nicht, weil unser Körper natürlich auch schlau ist und diese mangelnde Atemräume versucht zu kompensieren. Wie genau, muss wahrscheinlich auch jemand mal untersuchen. Also es kommt nicht durch die Maske zu einer Hypoxie beim Kind oder einer Asphyxie. Also davon kann man im Moment definitiv nicht sprechen. Auch da wieder, was ich in der Vorsorge bei meinen Frauen beobachte, ist, dass seitdem sie die Maske tragen, definitiv der Blutdruck angestiegen ist. Also man sieht, in meiner Vorsorge müssen sie keine Maske tragen, aber beim Frauenarzt schon. Und da haben sie definitiv grenzwertige Blutdrücke, sodass man fast überlegen könnte, steckt da was anderes dahinter. Aber man sieht einen direkten Zusammenhang mit der Maske. Also man müsste einfach da ja,
Also das ist ja ethisch nicht vertretbar, mal jemanden mit Maske zu gebären und untersuchen und jemand ohne Maske. Also ethisch ist das eine schwierige Situation, das wirklich studienmäßig festzuhalten. Also aber eine Hypoxiegefahr sehen wir Geburtshelfer oder die Fachleute jetzt da definitiv nicht. Das hört sich ja mal vorsichtig beruhigend an. Ja, dann geht es mir um die informierte Einwilligung. Informierte Einwilligung gibt es ja nicht nur als medizinische Tradition. Ist ja immer wichtig, welche Tradition es gibt in den Berufsständen. Wenn man davon jetzt plötzlich abweichen würde, wäre man ja auch im größeren Haftungsrisiko. Aber das gibt es, informierte Einwilligung ist ja auch im Menschenrecht auf Gesundheit enthalten. Also praktisch, Menschenrechte stehen ja über dem Gesetz, also hat dann noch entsprechend mehr Gewicht. Und zumindest bei OPs, damit man sicher ist, dass man auch keine Körperverletzung begeht, ist ja auch dafür die informierte Einwilligung wichtig, dass Patient oder Patient dem zustimmt. Und da stelle ich mir die Frage, ist das bei der Mund-Nasen-Bedeckung, bei dieser Maske, dann nicht erforderlich, was ja auch eine Beeinträchtigung ist. Das ist vielleicht nicht so krass wie eine OP, also nicht so invasiv, meine ich. Also die informierte Einwilligung ist in der Geburtshilfe ja generell bei vielen Maßnahmen fragwürdig. Also muss ich jetzt mal so vorsichtig formulieren, also nicht nur bei der Maske, auch bei Einleitungen, bei Wehentröpfen, bei medizinischen Handgriffen, die wir tun, die alle Richtung Körperverletzung sind, müsste man eine informierte Einwilligung bekommen, nimmt sie aber nicht. Bei der Maske, da wird sich natürlich erstmal jede Klinik auf ihr Hausrecht berufen und wird sagen, okay, gut, Sie möchten keine Maske anziehen, ich habe hier Hausrecht, dann gehen Sie einfach in eine andere Klinik gebären. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, ich hoffe, das macht da draußen keiner, aber vorstellen kann ich mir es. Und dann informierte Einwilligung heißt ja immer, ich habe Weg A, B und C. Wir erzählen gerade nur Weg A, weil für uns ist es eine Pflicht, es gibt keinen Weg B oder C. Deswegen ist da die Frage, wo da eine informierte Einwilligung wäre, wenn wir denn eine nehmen würden. Ja, aber ist eine spannende Frage. Mir war es nicht klar, dass es in den Menschenrechten drin steht, in den UN-Menschenrechten. Ich finde es sehr spannend, dass wir da mal definitiv genauer hingucken müssen, wie wir da mit dem Thema umgehen in der Geburtshilfe, weil wir haben da noch einiges zu lernen und wir sind oft grenzüberschreitend und ich glaube, wir treten so manches Menschenrecht mit Füßen. Na, es geht vielleicht auch manchmal ziemlich schnell beim Geburtsvorgang, dass man nicht so viel Zeit hat, alles zu erläutern, müsste eigentlich dann eher die Eventualitäten vorher besprochen werden. Na, ich finde, so 30 Sekunden haben wir immer noch, um eine Frau wenigstens zu informieren. Aber ich erlebe es halt leider auch sehr oft in meiner Arbeit mit traumatisierten Frauen, dass genau diese 30 Sekunden ihr diese Information nicht gegeben wird und wir Jahre später auf die Suche gehen nach dieser Erklärung und Information, die der Frau fehlt. Und da müssen wir als Geburtshelfer an uns arbeiten und ganz klar sagen, okay, wir haben hier ein defizitäre Kommunikation in Notfallsituationen, denn heutzutage sind wir ja schon so in unserer Medizin, dass so ein Kind auch innerhalb von 5 Minuten, wenn es sein muss, aus diesem Bauch raus ist und wir haben auch locker mal 6 Minuten Zeit, um dann noch 60 Sekunden Mama, Papa aufzuklären, was tun wir gerade. Natürlich wird es immer mit einem Notfall argumentiert. Wir mussten ja dieses Kind retten und wir mussten dies und jenes machen. Aber auch der Werdegang zu diesem Notfall muss man betrachten. Also ist diese Geburt so notfallmäßig geworden, weil sie so geworden ist? Das wahrscheinlich eigentlich nur in ganz, ganz wenigen Fällen. Oder ist die Geburt so notfallmäßig geworden, weil ich vorher als Geburtshelfer mit einer Interventionskaskade angefangen habe? Also die Geburt vielleicht dorthin beeinflusst habe zum Notfall. Und rette ich jetzt vielleicht gerade ein Kind, was, wenn ich weniger Interventionen gemacht hätte, vielleicht in diese Notlage nicht gekommen wäre? Das sind Dinge, die wir jetzt langsam anfangen wahrzunehmen und Gott sei Dank auch zu reflektieren. Aber da ist noch ein weiter Weg vor uns und wir können einfach nur dankbar sein, dass mittlerweile auch die Frauen so selbstbestimmt sind, dass sie einfach klagen und ganz klar sagen, ihr habt da Mist unter der Geburt
gemacht. Also bei meiner Geburt ist einfach mir Schaden zugefügt worden. Denn der Spruch, du hast doch ein gesundes Kind, hilft einem nicht weiter. Das mit der informierten Einwilligung, das hat deshalb auch diese Relevanz, dass es eben nicht ausschließlich eine, ich sag mal, medizinische Tradition oder gute fachliche Praxis ist, weil das wäre praktisch das höchste im Zivilrecht, was so üblich ist, unterhalb des Gesetzes. Aber Menschenrechte stehen ja oberhalb des Gesetzes und aufgrund von Menschenrechten kann man ja auch verlangen, dass Gesetze angepasst werden an die Menschenrechte. Also in dem UNO-Sozialpakt steht nur drin, dass jeder das Recht hat auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Und dieses Menschenrecht ist verbindlich. Und dann gibt es eben Auslegungsempfehlungen von der UNO. Der allgemeine Kommentar Nummer 14 beschäftigt sich mit der Gesundheit. Und Textziffer 8 enthält die informierte Einwilligung und sagt, dass das im Menschenrecht auf Gesundheit drin ist, ohne den Begriff informierte Einwilligung zu erwähnen. Aber er erwähnt die Inhalte, was halt informierte Einwilligung beinhaltet. Und das Recht auf Gesundheit gibt es dann nochmal in der Frauenrechtskonvention und in der Kinderrechtskonvention nochmal praktisch wiederholt, ohne das Wort Höchstmaß, wo es eben darum geht, dass man auf die besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen und Kindern nochmal extra achten muss. Das, wie gesagt, super spannend, war mir definitiv nicht bewusst. Ist aber was man noch genauer betrachten muss und dafür noch mehr kämpfen muss, weil, ja, da haben wir Geburtshelfer noch ganz viel Luft nach oben, um uns da definitiv mehr an die Menschenrechte zu halten. Wir haben uns erlaubt, an verschiedene Landesregierungen Fragenkataloge zu schicken und wir haben eine Antwort von Sachsen-Anhalt, wo auch die etwas sagen zur Schwangerschaft. Und da wird eben auch erläutert, warum man Mund-Nasen-Bedeckung tragen soll, klar wegen den Gefahren der Pandemie. Und dass es aber Ausnahmen gibt, und da steht unter anderem Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung, einer Schwangerschaft oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist. Da stellt sich natürlich die Frage, was heißt nicht möglich oder unzumutbar und welche Fallgruppen werden da dann in der Praxis gebildet von bei den einzelnen Bundesländern? Genau, das ist spannend. Das ist ja dann wieder Auslegungssache, wo ich einfach, aber da steht ja Schwangerschaft, wo man einfach sagen muss, jede Frau, die schwanger ist, hat keine Maske tragen zu müssen, auch nicht beim Einkauf im Einzelhandel oder, weil das ist einfach eine super Belastung und eine Schwangerschaft und eine Geburt ist Höchstleistung und ich glaube nicht, dass Reinhold Messner freiwillig auf einen 6000er steigt mit Maske, also klar mit der Sauerstoffmaske, aber nicht mit einer Maske, die das einfach die Atmung verhindert oder behindert. Ja. Besteht diese Maskenpflicht eigentlich auch bei Hausgeburten? Das ist die gute Frage. Also wir haben in der Freiberuflichkeit fast wöchentlich neue Hygienekonzepte bekommen, die auch wahnwitzig sind mit, ich muss mich ja jedem Hausbesuch umziehen. Das habe ich einmal bei mir auf Facebook dann auch mal gezeigt, wie das dann wäre. Das heißt, wenn ich mitten in der Großstadt einen Hausbesuch mache, muss ich mich, egal wo, mitten auf dem Parkplatz leider komplett entblößen, muss leider die Gesellschaft dann erleben, wie ich da entblößt stehe und mich umziehen. Also das waren so am Anfang die Hygienekonzepte, weil wir auch keine Schutzkleidung hatten, also kein Überziehkittel oder. Das war irre. Und bei Hausgeburten oder bei Geburtshausgeburten, auch da wäre wahrscheinlich beim Geburtshaus wieder das Hausrecht, aber auch bei Hausgeburten, ich habe bisher keine Kollegin gehört oder auch Bilder gesehen, die bei einer Hausgeburt oder bei einer Geburtshausgeburt Maskenpflicht hatten, also die da zu ihren Frauen gesagt haben, bei uns besteht Maskenpflicht. Also nein, bei Hausgeburten und Geburtshausgeburten besteht, soweit ich es weiß, keine Maskenpflicht. Jetzt stelle ich mir vor, dass es vielleicht für die Schwangere am sinnvollsten ist, sich möglichst rechtzeitig damit zu beschäftigen, in welchem Krankenhaus keine Maskenpflicht besteht oder ob eben Hausgeburt das Mittel der Wahl ist. Gut, bei Komplikationen geht es ja dann trotzdem ins Krankenhaus. Wir haben nur wenige Komplikationen bei Hausgeburten, muss man auch erwähnen. Also Hausgeburt ist nicht so gefährlich, wie alle da draußen tun. Aber Geburt ist generell nicht so gefährlich, weil wir haben eine Überbevölkerung. Wenn das alles so gefährlich wäre, wie wir tun, gäbe es nicht so viele von uns. Hm.
Sorry, ich habe unterbrochen. Ja, ich denke, dass es wichtig ist, sich rechtzeitig zu informieren. Und gibt es da eigentlich irgendwie Beschränkungen, dass das anknüpft an den Wohnort? Oder kann man sich auch in einem anderen Bundesland, wenn die Bestimmungen da vielleicht anders sind oder die Krankenhäuser so eine andere Linie haben, auch in einem anderen Bundesland entbinden? Also man kann überall gebären. Also wir haben keine Bezirksgebärpflicht. Also wir müssen nicht in unser Bezirk quasi gebären. Und auch da haben wir ja das große Problem der Zentralisierung. Es gibt ja einfach Frauen, die haben jetzt eh schon riesige Anfahrtswege zur nächsten Klinik, weil die kleinen Stationen schon alle von der Regierung wunderbar geschlossen wurden, weil es so gewollt ist. Oder wir haben jetzt hier zum Beispiel um die Ecke rum wurde eine geburtshilfliche Station jetzt geschlossen, um Corona-Betten vorzuhalten. Das heißt, die Frauen haben sich vielleicht für diese Klinik entschieden und möchten da ihr Baby kriegen und dann kommt Corona und dann heißt es plötzlich, sorry, die Klinik ist zu, Sie müssen bitte in eine andere Klinik fahren. Auch da haben wir manchmal das Problem, dass die Frauen sich Kliniken aussuchen, die vielleicht dem entsprechen, was sie sich wünschen für die Geburt. Und dann ist aber an dem Tag da so viel los, weil die Kliniken, die natürlich auch ein bisschen anders funktionieren, werden natürlich auch häufiger angefahren. Dann kann es einfach mal sein, dass aus Kapazitätsgründen diese Klinik Aufnahmestopp hat. Das heißt, diese Frau muss dann in dieser Klinik ankommen, dann wird ihr gesagt, leider Aufnahmestopp und dann fährst du bitte mit den Wehen in die nächste Klinik, sodass wir im Moment so ein bisschen ein Geburtsort-Hype haben. Also wir müssen von hier nach da fahren eventuell oder die hat zu und wir müssen in die nächste fahren oder in die übernächste. Je nachdem, wenn ich Risikopatientin bin, muss ich auch einfach nochmal eine andere Klinik anfahren. Das ist für die Frauen dann nicht gerade so einfach, dass man sagt, okay, wir haben hier 5 Kliniken zur Auswahl und 2 davon passen mir ganz gut, da werde ich mein Kind kriegen. Das ist in manchen Regionen noch möglich, ja, aber in den wenigsten. Die wenigsten haben einfach ein Problem. Ich habe eh nur noch diese eine Klinik. Die Monopolstellung und dann muss ich da halt eben jetzt hin. Was soll ich machen? Sie können eine Hausgeburt wählen, aber dann haben Sie das Problem, auch dank unserer Regierung und der hohen Haftpflichtprämien und einfach der generell schlechten Bezahlung in meinem Beruf, findet man keine begleitende Hausgeburtshebamme mehr. Also wir Hausgeburtshebammen, ich war auch früher eine, viele haben einfach aufgegeben und bieten keine Hausgeburten mehr an. Was ich da ganz toll fand, die noch angeboten haben oder auch die Geburtshäuser haben auch schnell drauf reagiert und haben Frauen auch kurzfristig, normalerweise machen wir das nicht, weil wir wollen auch einen Kennenlernprozess haben, aber haben ganz kurzfristig dann den Frauen auch nochmal angeboten, okay gut, ihr könnt vielleicht doch eine Geburtshausgeburt haben oder ihr könnt doch eine Hausgeburt haben, fragt einfach an. Und ganz am Anfang der Pandemie, kann ich mich auch gut daran erinnern, haben wir hier, also habe ich von hier aus in der Nähe von Bonn einer Frau, die ganz klar gesagt hat, ich gehe nicht in die Klinik, weil das geht so nicht. Und man wollte ihr eigentlich auch aufgrund der Pandemie einen Kaiserschnitt machen, obwohl das nicht nötig gewesen wäre. Wir haben notfallmäßig alles an Netzwerk, was wir haben, aufgefahren. Und diese Frau hat wunderbar zu Hause ihr zweites Kind geboren, spontan. Aber das war ein Rieseneck, da einfach ganz schnell Netzwerk ja, zu finden und aufzubauen und für sie auch jemanden zu finden. Und das war ein Glücksfall. Das heißt, auch wenn die Frau den Wunsch danach eine Hausgeburt hat, dann findet sie wahrscheinlich keine Kollegin, die sie begleitet. Und den Mut dann zu haben, naja, nicht den Mut, oder den Weg der Alleingeburt dann zu gehen, was ja auch viele Frauen mittlerweile gehen, weil sie einfach die Zustände in den Kliniken und die fehlende Hausgeburtshebamme einfach haben, haben auch jetzt nicht so viele. Das mit der Haftpflichtversicherung habe ich das noch nicht verstanden. Sind die Haftpflichtprämien höher? Muss man der Versicherung regelmäßig sagen, wie viel Hausgeburten, wie viel Klinikgeburten es sind und danach berechnen die dann die Beiträge oder wie funktioniert das? Das wäre schön, wenn Sie es so berechnen würden. Nein, also die Haftpflichtversicherung steigt seit Jahren. Wir sind jetzt im Moment bei einer Prämie im Jahr von um die 9.500 €. Das hört sich vielleicht für einige, die FIFA, die nicht schlimm an. Für uns Hebammen ist das ein Riesenbatzen Geld, denn im Gegensatz dazu steht dann pro Geburt so ein Wert von, sagen wir mal, um die 300 €. Dann weiß man schon mal, wie viele Geburten man machen muss, um diese Haftpflicht überhaupt zu erwirtschaften. Also diese Prämie ist plötzlich explodiert aufgrund der Fälle. Natürlich ist heutzutage dank der Medizin ein Fall
ein Kind, eine Mama wesentlich teurer in der Rehabilitation, wenn wir eben dann einen Fehler begehen. Und wir haben eine Haftbarkeit von bis zu 30 Jahren. Das heißt, wir können 30 Jahre lang haftungsrechtlich verfolgt werden. Deswegen sind wir eh schon unattraktiv für jeden Versicherer. Dann ist die Versicherungssumme so hoch. Wir sind jetzt im Moment bei, glaube ich, 10 Millionen, die wir versichert sind, wenn wir Geburtshilfe betreiben, um die Kosten zu decken, die in einem Gerichtsverfahren wahrscheinlich auf uns zukämen. Und so hat man sukzessiv von jetzt auf gleich die Beiträge dermaßen erhöht, dass viele Kolleginnen gesagt haben, nee, das kann ich einfach nicht mehr tragen. Es ist nicht mehr wirtschaftlich, es ist auch nicht mehr das, was ich möchte, und haben einfach aufgehört. Also auch da haben wir ja ein großes Problem, was dann durch einen Sicherstellungszuschlag der Regierung etwas abgemildert wird. Das stimmt, den gibt es mittlerweile, und die Haftpflicht müssen wir nicht mehr zu 100% tragen. Aber trotzdem hat man uns erstmal damit schon das Genick gebrochen, und da erholen wir uns nur ganz, ganz langsam von. Wie könnten denn verhältnismäßigere Maßnahmen bezüglich Corona aussehen im Bereich Geburtsvorbereitung und Entbindung? Wie könnte man da die Ziele vor Corona zu schützen vielleicht genauso gut oder ähnlich gut erfüllen, aber ohne unverhältnismäßige Eingriffe? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, würde ich mir das gut bezahlen lassen, weil egal, was ich jetzt sage, ich würde ja dafür geköpft werden, weil wir einfach keine Studien haben. Also uns fehlt einfach die positive Bestätigung unserer Maßnahmen oder die negative Abänderung, weil die Maßnahmen eben doch die falschen waren. Mir geht es, glaube ich, hauptsächlich geht es darum, man kann nicht die Frauen dafür verantwortlich machen, uns zu schützen. Also da muss die Bundesregierung es einfach möglich machen, dass wir Hebammen als systemrelevanter Beruf anerkannt werden. Und zwar nicht ländermäßig unterschiedlich, sondern einfach, darf Herr Spahn das gerne mal von oben sagen, ja, Hebammen sind nicht nur toll für Familien und so diese Einleitungssätze, sondern sind systemrelevant und sie bekommen jetzt Schutzkleidung. Wie gesagt, wir mussten uns die selbst besorgen oder über Umwege denn bekommen. Die Kliniken, da wurde es ja geklaut und sie hatten es einfach auch nicht vorrätig. Meine Schutzkleidung war ja definitiv ein Missstand in dieser Pandemie. Da muss man in Zukunft was dran ändern. Und dann muss man einfach nochmal, also man muss in all der Hysterie die Ganzheitlichkeit des Systems Familie einfach sehen und die Ganzheitlichkeit der Geburt und unseren Job als Hebamme. Also bin ich die Macherin und bin die ganze Zeit quasi der Frau vor der Nase oder betreibe ich einfach eine Geburtshilfe, wo ich in der Ecke sitze, also meine 1,50 Meter Abstand habe und die Frau machen lasse und nur in gewissen Momenten denn dann zu ihr treten muss. Also es liegt ja auch an unserer Geburtshilfe. Wir sind eine interventionsreiche Geburtshilfe, das heißt, ich muss viel machen an der Frau, kann deshalb diesen 1,50 Meter nicht einhalten und begebe mich natürlich in Gefahr. Die Frage ist der Testung, sollen wir jetzt alle testen? Wenn man dann weiß, die Tests sind auch nicht immer alle positiv, weil sie positiv sind, sondern falsch positiv. Also da gerade eine Anleitung zu geben, was wäre gut, damit würde ich mich selber, glaube ich, tief reinreiten. Also das kann ich leider nicht. Ich denke nur alle Verantwortlichen, die da sind, und jeder Chefarzt und jede Kreissaalleitung sollten sich zusammensetzen und überlegen, was tun wir diesem System Geburt, Familie an mit unserer Maskenpflicht, mit dem Papa fernhalten, mit dem Geschwisterkinder fernhalten, mit den begrenzten Besuchszeiten des Papas. Von allem anderen Besuch möchte ich jetzt nicht sprechen, aber es geht um den Papa oder die Kinder auf der Kinderstation. Oder was tun wir Frauen an? Wir reden immer nur von lebenden Geburten. Auch in dieser Corona-Zeit gibt es da draußen einfach Familien, die eine Totgeburt erleiden, die eine Fehlgeburt erleiden. Und allein diese Diagnose Totgeburt, allein mit dem Umstand, ich muss mich jetzt mit dem Sterben beschäftigen, mit dem Tod beschäftigen, und die Frau muss alleine stundenlang da liegen, bis ihr Mann dann zur Geburt gerufen wird. Ich finde es gerade unmenschlich, weil diese Frauen brauchen in der Trauer einfach ihren Partner, weil sie sind gerade mit einer Diagnose konfrontiert worden, die ist einfach verheerend. Und auch bei einer Fehlgeburt, da gehört einfach der Papa dazu. Also wir haben einfach auch Sterneneltern da draußen, die wir
gerade, die wir eh schon alleine lassen, aber die wir gerade richtig, richtig alleine lassen, die haben kein Kind, was sie mit nach Hause nehmen und das Bonding nochmal nachmachen können oder. Also wir müssen das ganze System Geburt und Familie angucken und dann uns überlegen, welche Maßnahmen sind für die Familie tragbar und für uns als Personal tragbar. Und dazu gehört für mich eben nicht, dass ein Papa im Auto vor der Tür sitzt und die Mama alleine ist. Wenn man sich das Grundgesetz anschaut, das einzige Grundrecht, wo man ja gar nicht eingreifen darf, ist ja die Menschenwürde, was voll unantastbar ist. Die anderen haben ja nur einen unantastbaren Kern. Das scheint mir auch nicht genug bedacht worden zu sein. Das ist aber vorher schon nicht bedacht worden. Also würdevolle Geburt bedeutet ja, das geburtshilfliche Team hat eine besondere Haltung zur Würde einer Gebärenden. Und wenn wir unsere Interventionen angucken, dann ist die Frage, haben wir noch die Würde der Frau und der Geburt im Blickfeld gehabt oder ist sie uns verloren gegangen und wir haben nur noch die Würde der Medizin und der Technik im Blick? Das muss, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Aber wir können jetzt diese Pandemie nochmal nutzen. Wir waren vorher schon im Umbruch, da war schon so langsam was im Gange. Aber ich finde, wir können diese Pandemie nochmal nutzen, um wirklich zu gucken, genau hinzuschauen, wie würdevoll ist unsere Geburtshilfe, wie würdevoll auch für die Familien. Ich denke, es kommt auch dann darauf an, wenn eine Pandemie ist, dass man auch professioneller damit umgeht, dass man zuverlässigere Tests hat. Ich habe mehrere Wissenschaftler gelesen und mir Videos angeschaut, zum Beispiel Dr. Kaufmann. Der sagt, dass man es versäumt hat, den Virus richtig zu isolieren, sodass es durchaus sein kann, also worauf dieser Test basiert, dass man noch, Material mit drin hat, worauf man den Test aufgebaut hat, was vielleicht auch vom Körper des Patienten sein kann und nicht nur von dem Virus. Also dass man deswegen vielleicht so viele Falschtestungen auch hat. Und ich erinnere mich an die Kritik von dem Dr. Pesche aus Hamburg, ein Pathologe, der sagt, man muss die Leute obduzieren und sehen, ob sie wirklich an Corona oder nur mit Corona gestorben sind. Aber eine völlige Unklarheit über das Ausmaß der Gefährlichkeit. Ja, ich glaube, das ist wie in Medizin immer. Es ist erstmal ein totales Chaos, wenn was Neues auftritt und dann wird erstmal mit Kanonen auf Spatzen geschossen und dann fängt man an zu sortieren und irgendwann wird man das vielleicht anders drüber denken, keine Ahnung. Ich denke, professioneller Umgehen auf jeden Fall. Ich erinnere mich nur an Herrn Spahn im Aufzug mit Maske falsch herum. Da muss ich einfach ganz klar sagen, also das wäre das Erste, was man einem Gesundheitsminister in der Pandemie beibringt, wie er einen Mundschutz richtig anzieht, weil das kommt natürlich in der Öffentlichkeit einfach ganz schlecht an. Also ich bin jetzt kein Systemkritiker und sehe da jetzt eine Verschwörungstheorie hinter der Pandemie. Aber ich finde, man sollte auch einfach mal Fehler einfach eingestehen und Menschlichkeit zeigen und sagen, also nicht dieses Video dann sperren lassen oder diejenigen, die sich auf Demos, habe ich gerade in meinem alten Heimatgebiet, ist eine Kinderärztin, die sich gegen die Maskenpflicht bei einer Demo geäußert hat und ihr natürlich jetzt dann Tage später das Ordnungsamt auf der Matte stand und geguckt hat, wie ist ihr Hygienekonzept. Also das mutet dann schon an für die Bevölkerung, dass man da gezielt dann auch Systemkritiker noch versucht, mundtot zu machen. Ich finde, das ist ein falscher Umgang. Es wäre schön, wenn einfach hier und da einfach mal auch Fehler eingestanden werden und man sagt, okay, wir haben das so gemacht, aber vielleicht war es falsch, vielleicht hätten wir es anders machen können. Ich finde immer, Fehler eingestehen ist Hallo? Okay. Das ist ja eine menschliche Größe. Ja. Ja, noch bin ich da. Alles klar, war nur kurze Verzögerung. Ja, ich denke, ich habe den Eindruck, dass da auch verschiedene Gruppen wie in Blasen sind. Also man hat eine gewisse Reichweite, aber man kommuniziert oft zu selten darüber hinweg. Ich denke, da haben wir die Regierung und ihre Berater, dann haben wir die Kritiker der Maßnahmen und wäre vielleicht gut, wenn da verschiedene Seiten häufiger, in gegenseitigen Respekt sachorientiert aufeinandertreffen und gucken, wie kann man daran wachsen und dann
ausgewogen noch alle dann ausgewogenere Informationen haben. Ja, genau. Also es kann ja nicht sein, dass wir jetzt bundesweit unterschiedliche Maßnahmen für uns Hebammen haben, landkreisweit dann wieder unterschiedliche Maßnahmen und wir seit Monaten eigentlich nicht wissen, wer sagt uns jetzt was. Also das ist ja für uns auch total schwer zu arbeiten, täglich irgendwelche E-Mails zu schreiben, Homepagen zu kontrollieren, Gesundheitsamt sagt nein, Bundesberufsverband sagt Gesundheitsamt. Also das ist ein Aufwand, wo ich einfach nur denke, mein Gott, also im Zeitalter der Digitalisierung und der Kommunikation kann man doch mal online sich zusammensetzen und da eine einheitliche Linie finden, die vielleicht von mir aus dann wöchentlich nochmal anders aussieht, aber eine einheitliche Linie für alle, ja, das wäre ganz schön, aber so ist natürlich wieder Ländersache in ganz vielen Dingen und jedes Land macht dann wieder seins und dann kommt natürlich auch darauf an, wie viel politische Stärke an der vordersten Front sitzt und wer sich gerne durchsetzen möchte. Ich denke, wir müssen einfach aufpassen, dass die Verlierer dieser ganzen Krise nicht wirklich wir, also die Gesellschaft ist, nämlich die Familien, die Alleinerziehenden, die Kinder, die jetzt total geschädigt sind durch diese soziale Distanz, die jetzt wieder in die Schule gehen dürfen, aber man einfach merkt, dass sie einfach anders sind. Sie haben das Gefühl, sie sind die Erreger. Die Frauen, die natürlich jetzt in den meisten sozialen Berufen ja oder generell zu Hause geblieben sind, Homeschooling machen mussten, ihren Job vielleicht verloren haben, weil sie als Kellnerin gerade nicht arbeiten durften. Also, dass wir alle ein Minus machen und da schwer geschädigt rausgehen, ich glaube, das ist mittlerweile allem klar. Aber wir dürfen, finde ich, den Solidarisierungsgedanken, also die Solidarität zueinander nicht außer Acht lassen. Und die ist für mich manchmal schon so ein bisschen fraglich. Also ist da nicht doch schon wieder der Ellenbogen raus, ich kann mehr, ich krieg mehr, du darfst mehr, wie auch immer. Also ja, wir müssen auf uns als Gesellschaft aufpassen und vor allen Dingen wachsam sein. Also ja, ich bin, wie gesagt, kein Verschwörungstheoretiker, aber wachsam sein finde ich generell immer gut. Okay. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Ich hatte noch eine Frage. Kleinen Moment. Ich meine, ich hätte alle Fragen gestellt. Ach so, ich bekomme gerade so fliert. Sehr schön. Ja, ist eigentlich, ja, ich frage mich, ob der Unterschied, bei was es macht, wenn eine Frau die Wehen wegatmen kann, soweit es möglich ist, und wenn sie dazu gar nicht in der Lage ist, weil sie eben diese Maske tragen muss, ob die Schmerzen und die Angst um das Kind, was sie dann mehr hat, oder Angst hat, Luft zu bekommen, ob das so viel ausmacht, dass es Folter darstellen kann oder entwürdigende, unmenschliche Behandlung. Das Schwierige ist natürlich jetzt im Bezug zur Geburt, das Wort Folter zu überlegen, zu überdenken. Möchte man in diesem Kontext ja überhaupt gar nicht denken. Ja, also diese, wie ich eben schon gesagt habe, diese nicht wissen, was passiert, wenn ich jetzt diese Maske von mir reiße. Also am Anfang werden alle Frauen erstmal angepasst, also nicht alle, aber viele Frauen angepasst, mit Maske atmen, bis sie merken, ich komme jetzt gerade an einen Punkt, da geht das einfach nicht mehr. Und dann kommt in der Frau ja ein Kampf auf. Also sie muss ja dann ihren Kopf einschalten, überlegen, was mache ich jetzt? Reiße ich die Maske jetzt ab, weil ich merke einfach, ich kann nicht mehr? Oder reiße ich die jetzt nicht ab, weil ich weiß nicht, was das für Konsequenzen für mich hat? Und immer, wenn die Frau unter der Geburt in ihren Kopf kommt, hemmt sie damit den Geburtsverlauf. Es werden weniger Hormone ausgeschüttet, es wird Adrenalin ausgeschüttet, wie eben auch schon gesagt, was der Gegenspieler zum Oxytocin ist. Damit habe ich schlechtere Wehen, damit habe ich vielleicht einen veränderten Geburtsverlauf, der mehr Interventionen benötigt. Also ich glaube, der Moment, in dem sie innerlich mit sich kämpft, ja, würde ich den jetzt Folter nennen. Also wahrscheinlich würde man es so Folter definieren. Das ist schon ein Moment, der einfach entscheidend sein kann, ja. Also ich meinte das jetzt objektiv, jetzt ohne
unterstellen zu wollen, dass irgendjemand das bewusst Genau. in Kauf nehmen würde, dass Wie genau. Das ist halt so dieses Geburt und Folter oder Geburt auch und Gewalt. Das sind ja Begriffe, die wir vorher nie benannt haben, die wir nie überdacht haben, die wir nie überlegt haben. Aber man muss da einfach mal näher hingucken. Also man müsste einfach eine Forschung machen. Wie hat sich die Frau genau in diesem Moment dann gefühlt, wo dieser Zwiespalt kam? Was tue ich jetzt für mich? Gebe ich jetzt den Ton hier an oder beuge ich mich dieser Maskenpflicht? es scheint ja, wie soll ich das sagen, es gibt ja sehr viele Geburten und ich meine, wenige gehen zur Zeitung und die Mehrzahl der Krankenhäuser scheint ja auf der Maskenpflicht zu bestehen. Und ich denke mir, eigentlich müssten ja auch die medizinischen Teams das gesehen haben, nach so und so viel Geburten, dass die Frauen zusätzlich Schmerzen haben und sich die Frage stellen, ob es das wert ist. Ja, da müssten wir als Geburtshelfer, wie sage ich es jetzt, unsere Arbeitsweise und unser Tun reflektieren. Und da sind wir gerade im Lernprozess, dass wir uns reflektieren. Wenn ich jetzt, also ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das uns Geburtshelfern egal ist, aber uns ist es, glaube ich, einfach nicht bewusst, was wir da tun. Und wir brauchen das Feedback von den Frauen, um uns das bewusst zu machen. Also wir brauchen eigentlich die Frauenstimme, die sich jetzt unter der Geburt dann eben wehrt und diese Maske wegnimmt und sagt, das geht für mich nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht. Aber auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass die Frau unter der Geburt genau in diese Situation kommt, dass sie sich wehren muss. Also sie muss ja, sie soll gebären und sie soll sich nicht wehren. Also das ist ja ganz viel Kuddelmuddel und wir sind im Reflexions- und Lernprozess, unsere Arbeit zu betrachten. Aber das kann ich jetzt nur als Frau sagen, wir brauchen viel mehr Elternstimme da draußen. Wir brauchen viel mehr Eltern, die zur Zeitung gehen, sich beschweren über die Zustände wir Frauen. Viel mehr Papis, die auf die Straße gehen und sagen, ich will bei meiner Frau dabei sein bei der Geburt. Also da muss noch die Elternstimme viel, viel lauter werden. Und dafür gibt es ja auch den Verein Motherhood e.V., die da schon sehr laut sind. Aber eigentlich müssten 700.000 Paare ja, im Jahr da draußen stehen, ob jetzt Partnerin, Vater, wie auch immer, und sich wehren und sagen, so kann Geburt nicht sein. Aber so ist Geburt gerade. Also sie müssten eigentlich aufstehen und für ihre Rechte kämpfen. Schnellstmöglich einen Weg finden, das Personal wirksam zu schützen, ohne den Frauen das aufzuerlegen. Genau. Das muss unser Ziel sein. Der Schutz kann nicht also kann nicht genötigt werden. Das ist für mich eine Verantwortungsverschiebung. Es kann nicht sein, dass die Frau sich vermummen muss, damit wir geschützt sind. Ja, vielen Dank für das Interview. Gerne. Und dann hätte ich gern von der Technik den Abspann.